Disney-Time-Reporter. Hey, da bin ich wieder. Wenn ihr meint, dass ferngesteuerte Autos irgendwann uncool sind und man eigentlich zu alt dafür ist, dann habe ich für euch genau das Richtige. Was ihr braucht, ist ein ferngesteuertes Offroad-Monster-Car. Hier seht ihr mal so ein Ding, der absolute Wahnsinn. Und am Steuer ein richtiger Profi, der Mike. Hey, Mike. Hi, Benny. Mike, das war ja ein Salto. Ja. Boah, die Dinger sind wahnsinnig cool und viel lauter als ein normales ferngesteuertes Auto. Das hier hat keinen Elektromotor, oder? Nein, der fährt mit Verbrennungsmotor, mit Nitromethangemisch, hochprozentiger Alkohol. Wo kriegt man sowas her? Im Modellbaugeschäft. Dieses Ding hier hält ja auch richtig was aus. Jetzt zeigen wir den mal. Riesengroße Reifen, gute Aufhängung. Kann da irgendwas kaputt gehen dran? Sehr selten. Die Dinger sind massiv aufgebaut für das extreme Springen und Fahren. Ihr fahrt ja auch alle extrem. Der Mike hat auch noch ein paar richtig gute Fahrer mitgebracht. Und die Jungs zeigen uns jetzt mal, was sie mit den Dingern wirklich können. Die Jungs haben natürlich hier ein richtiges Fahrerlager aufgebaut. Hier wird ein bisschen geschraubt an den Kisten und natürlich auch betankt. Und jetzt hier neben mir der jüngste Fahrer Bernhard. Bernhard, was machen wir? Ja, den Benzin erst reintun. Okay, tu mal Benzin rein. Hier sieht man auch, wo das bei deinem Auto reingefüllt werden muss. Und Bernhard, sag mir mal, kennst du dich auch dann aus, wenn irgendwas kaputt ist beim Motor? Was ist denn das zum Beispiel? Das ist der Kühlkopf. Der Kühlkopf? Und dann kommt hier irgendwo vom Tank das Benzin in den Motor, wird verbrannt und sonst kann eigentlich gar nicht schief gehen, oder? Na, sonst kann nicht schief gehen. Okay. Läuft der Bernhard? Ja. Es kann losgehen. Wow, und hier kommt ein riesen Bigfoot zu uns. Mimo, wie schnell fahren die Dinger? Ungefähr so 80 km/h. Wow, also eigentlich nichts für Anfänger. Nein, man sollte zuerst mit einem Elektro anfangen und dann sich mit einem Benziner steigern. Mimo, bist du dir dann sicher, dass ich heute mit deinem fahren darf? Ja, sicher. Okay, also wir tauschen mal. Du kriegst das Mikro, ich die Fernbedienung. Okay. Mimo, was ist jetzt was? Das ist die Lenkung und hier gibst du Gas und hier ist die Bremse. Ist ungewohnt. Ja, Benny, das magst du eh schon ganz gut. Bisschen mehr Gas kannst du geben. Ich trau mich nicht. Jawohl. Ja, wow. Die Dinger sind wirklich so stark, macht richtig viel Spaß. Was kostet eigentlich so ein Offroad-Car? Zwischen 400 und 1000 Euro, dann hast du schon einen gescheiten Monster-Truck. Aber ab 400 Euro hat man dann schon so ein Profigerät? Ja, da hast du ein Profigerät mit richtigen Verbrennungsmotor, wo die Post abgeht. Darf man damit eigentlich überall fahren? Es gibt Offroad-Parcours und Offroad-Strecken, da geht's dann richtig zur Sache. Ist ganz klar, also je wilder, desto besser, niemanden stören und dann macht das Ganze richtig viel Spaß. Mike, war ich spannend bei euch, ich fahre noch ein bisschen, ich brauche noch ein bisschen Training. Ja, du kannst jederzeit kommen und mit uns fahren. Und ihr bleibt dran, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ciao.